Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer Folge Super Smash Bros. Ultimate. Pyra und Mythra sind heute über Nacht erschienen und ich werde jetzt ein paar Runden im Ditto zocken. Heute mal mit einem etwas anderen Gast als sonst, aber ich lasse ihn sich, sobald wir im Voice Chat sind, selber vorstellen. Servus. Moin. Hab die Aufnahme gerade schon mal an, kurzes Intro gemacht. Willst du dich kurz vorstellen? So. Pass auf, gleich kommt meine Lieblingskombo. Sehr gut, ich schneid's eh raus und ersetzt durch deine Lieblingskombo. Vielen Dank. Gerne. Das ist doch die beste Intro. Das ist das Einzige, was dich vorstellen kann. Ich habe eine Arena gerade aufgemacht. Ach scheiße, ich bin Furry. Ach so. Also die neue Stage ist jetzt auch drin, nicht weil ich zu blöd bin, die rauszunehmen, sondern doch, weil ich zu blöd bin, sie rauszunehmen. Auf geht's. Ach, ich dachte, du wolltest dich vorstellen. Na dann. Nee, ich mag die nicht. Los. Ja, das habe ich ja schon bei Chris und dir mitbekommen. Ja. Hatten wir beide ganz viel Spaß auf der Stage. Jetzt sieht sehr funny aus. Ja, aber ist halt nix, wenn man ernste Kämpfe machen will. Ja, das stimmt natürlich. Ich habe irgendwie damit gerechnet, dass wir sie direkt bekommen. Irgendwie ich auch. Ich finde es schön, dass ihr beide direkt zu... Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich outplay dich jetzt einfach auf dem nächsten Level. Oh, verdammt. Du hast mich outplayed, ja. Also ich bin insgesamt auf jeden Fall eher Pyra-Mensch, habe ich bei SQT ja auch schon vorhin geschrieben, aber bin halt Heavy-Spieler. Hier habe ich ein bisschen gelappt. Oh. Haha. Ah, das ist fast so schön wie Chrome Smash. Oder? Ha, outplayed. Haha. Ich habe eine Idee. Hätte fast geklappt. Ich hab einen guten Gameplan. Okay, gut, das kann ich hier nicht machen. Was ein Wunder. Dein Gameplay ist, übertrifft alles. Ich weiß. Ich bin einfach so gut gerade. Ich kenn keinen besseren. Ich warte nur drauf. Gleich klappt's, ich sag's dir, gleich klappt's. Oh, bin tot. Ja, wie gesagt, ich hab ja vorgehabt. Okay, jetzt. Oh, okay. Als ob das nicht killt. Ich dachte, das killt. Ich vergesse immer, dass es bei Mythra Schüsse abgibt. Je nachdem, was man halt natürlich macht. Ne? Ja, Schuss gibt's so oder so ab. Aber Schuss? Ich arbeite halt lieber eigentlich mit den Kleinen tatsächlich. Auch wenn der Größe stärker ist. Ja, vom Damage her insgesamt sind die Kleinen besser. Ich fühle mich gerade wie Lucina. Ich schwing random Schwert und hoffe, dass es trifft. Kann ich gut nachvollziehen. So, wird Zeit, dich zu outplayen. Sekunde. Und ich nutze es einfach nicht so. Ich bin einfach stupid. Lieblingshormo neue. Gib doch einfach zu, dass ich dich ganz dick outplay, als ob du da dodgen kannst. Definitiv hast du mich outplayed, ja. Das war nicht mein Misskönnen, nee. Ja, ich hab's ja sogar gecallt, dass ich dich jetzt outplayen werde. Deswegen. Und was sagst du zu der kleinen Kombo? Je. Ich mach mal eine Back-Air, die macht mehr Schaden, lol. Ja, ich bin total stolz drauf. Also ich bin halt Mythra macht halt kaum Schaden, ne? So. Hm. Ja, ist halt schick, nur mit Schwert gefühlt. Outplay! Oh. Also warum switch ich wieder? Achso, du magst die Abi auch nicht, ne? Wenn die dich trifft. True. Du auch nicht, oder? Nein. Sehr gut. Nicht so lecker. Och, ich fand's schon schmackhaft. Die ist viel zu stark. Warum tötet die so früh? Ich weiß es nicht.
Aber wie du mitbekommen hast, in jedem Match muss eine Lieblingskombo rein, egal in welcher Art. Ja, ich krieg's mit. Es ist einfach so. In den CBs ist es auch so. Wenn ich wirklich kurz vorm letzten Stock bin, die Lieblingskombo trifft mich. Yes! Ach, der beste Spieler, den es gibt. Ich find's aber auch schön, die letzten zwei, drei Mal, wo ich sagte, ich outplay dich, jetzt bist du danach gestorben. Entweder weil ich achtmal Downsmash gedrückt habe und du reingerannt bist oder so wie Grau, da haben wir sie. Perfekt. Jui! Ich habe auf den noch nie gespielt, tatsächlich. Ja, ich genau einmal. Okay, der Engel hier ist ein bisschen sehr weird. Ja. Warum bin ich Pyra? Hui. Die Dash-Attack ist auch verdammt stark, bei der muss halt erstmal treffen. Killt, glaube ich, sogar ab 80, wenn du in der Nähe der Ledge bist. Ja, die ist relativ ähnlich zu Ike's Up-B-Dash-Attack. Apropos Up-B. Ui, oh, schade. Ja, komm, geh mal auch mal rüber. Die Neutral B mag ich überhaupt nicht bei Mythra, muss ich sagen. Ich finde die echt bad. Die kann, wenn die vollständig trifft, 39% machen. Ja, das ist genau wie bei Pyra, aber ich habe das Gefühl, es wirkt ein bisschen wie so Cloud Limit Break, aber schlecht. Yeet. Yeet. Ich dachte, ich treffe dich jetzt, Schade. Wir kennen beide unsere Kill-Options, ich merk's. Definitiv, die Abby ist halt sehr stark von Pyra. Ah, ich werde halt noch ein bisschen mehr leben mit denen, weil ich die ja Secondary haben will, gerne. Warum mache ich das? Das ist eine gute Frage. Wenn ein Abby los, nicht Abby. Neutral B. Ich habe von Sonic nicht anders gewöhnt, weißt du. Stimmt. So, ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ich mal gewinne. Was? Wie hast du die fucking Hinter... Jetzt outplay ich dich erstmal ein bisschen. Schiebung! Nö, jetzt wirst du ein bisschen outplayed. Okay, dann outplay ich jetzt zurück. Hm, hat geklappt. Okay, ich glaube, das klappt nicht. Okay, nice. Thanks for nothing. Ah, ich hätte switchen sollen, gerade was ich nicht gemacht habe. Yay, outplayed. Vorne bei der Arena hat es ja relativ gut funktioniert, hast du ja mitbekommen. Ja. Okay. Ich hab das Neutral raus. Wortwörtlich. Ich finde dieses Side-B richtig stark eigentlich, wenn man trifft. Ich finde die zum Edge-Garden recht gut. Ja, zum Edge-Garden mache ich meistens ein bisschen... Also allgemein benutze ich da eher Mythra. Ich bin jetzt auch eigentlich eher ein Fan von Mythra, also... Nein. Okay. Jui! Oh fuck, das hat mich weiter gekillt. Oh Gott, mich auch! Oh. Schon. Random Bullshit, go! Ja! Ja! Treff dich jetzt, dachte ich. Ich mach das jetzt, dachte ich. Treff jetzt deinen Kopf, mach ich. Die Lieblingskombo! Ich sag dir ja, in jedem Match mindestens eine Lieblingskombo. Egal in welcher Art. Wow. Das ist voll normal. Das ist vor allem voll belastend. Das ist voll belastend. Ich habe halt ein Trauma. Ich weiß, dass ich mich in jedem Match mindestens einmal selbst umbringe. Weißt du was? Das ist halt ein Nachteil. Ich muss halt drei Socks ziehen, bevor ich mich selbst umbringe. Ist halt nicht geil, ne? Hm. Oh yay, Sephiroth Musik. Die wird immer schön geclaimed auf YouTube. Das macht Spaß. Wirklich? Ja. Krass, okay. Ich meine nicht, dass ich Geld verdienen würde mit den Videos. Ist ja ein Traum.
Ja, da fehlt noch ein bisschen was. So, ich mache jetzt beste Combo meines Lebens. Krass, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt das Switch-Time-Element von der sehr echt gut. Macht Spaß. Wow. Sehr gutes Spiel von uns die beiden. Die Sidebee weiß ich nicht, was ich von halten soll. Irgendwie, die hat mega viel Range, aber weniger Killpower, als sie aussieht. Outplayed! Tatsächlich, ja. Deine ist stronger. Ah! Denkst du. Also Killpotenzial von Pyro hat natürlich... Okay. Okay! Das ist genau das Wort, das ich auch gewählt hätte. Einfach nichts dazu sagen. Es ist niemals passiert. Yes! Oh Gott, das ist halt für die Lieblingskombo, ich spüre es schon. Ja, mach sie! Andererseits, Last Stock ist noch lustiger. Ja, das schon. Ich komme gerade nicht näher an dich ran. Zeit zum Outplay, oh. Nice. Deine Sidebee gegen meine Sidebee. Deine Sidebee trifft. Ja, das ist so ein bisschen... Ich hab halt keine Ahnung, wie wirklich Pyra gegen Mithra so das Matchup ist. Beide haben Vorteile. Auf jeden Fall. Ich bin gerade komplett braindead. Ich merke einfach gerade, wie ich überhaupt nicht nachdenke. Wird Zeit für deine Lieblingskombo. Oh Gott, ja stimmt. Hast recht. Oh Gott! Ich war mir so sicher, dass ich daran sterbe. Wäre schön gewesen. Weil ich einfach weiß, wie balanced oh Gott, ich bin dieser Move. Du bist auf 20! Stimmt! Ich bin dead! Lieblingskombo! Ja, du schaffst es immer wieder. Ich schaffe es, mich immer wieder zu verbessern. Ich glaube, ich sollte die Lieblingskombo mit Sonic Noodle Bee vergessen. Aber das Upbee Lieblingskombo ist der wahre Shit anscheinend. Ich hätte halt switchen können und eigentlich in Mithra... Warte mal kurz. Man soll ja die Möglichkeit haben, direkt zu Mithra zu switchen, ne? Ja, im Charakter-Auswahlmenü kann man das ganz einfach. Genau, ich mache halt jedes Mal... Ich weiß, ich starte nie mit Pyra. Aber dennoch, habe ich es halt eingewählt, dass... Genau, dankeschön. So. Dass ich halt mit Pyra starte und mache direkt dann Down-B. Ich starte mit auch Pyra, Mithra. Nö. Also du willst dich verwirren. Yes! Du tricky du. Ich bin einfach Mind Games. Kann ich verstehen. Ah, mein Headset hat sich verheddert. Meiner Dummheit würde ich das sogar eventuell irgendwann glauben. Du bist blond und hast das geht nicht. Diese Neutral Air triggert mich aber auch schon heftig. Da habe ich ganz dicke Palutena-Flashbacks. Ich mag die Neutral Air so sehr. Immer mehr mit dir arbeiten. So, wird langsam Zeit aufzuholen. Ein Schlag bin ich sowieso 50. So gefühlt. Ungefähr. Mann, lass dich angreifen! Oh, ja okay. Gut. Ey, du hast den Zero to Death verhindert. Ja, weil ich dich einfach outplayed hab. Du bist so krass. Warte mal, oh Gott! Dieser F-Smash ist ganz arg. Oh ja. Siehst du? Ah, der hat auch sehr große Potenzial. Ja, das ist wie Gendorf. Nur auf einem besseren Charakter. Ich bin halt sehr zufrieden mit den neuen DLC-Shows. Auch wenn ich es eigentlich nicht appreciated habe, dass die kommen tatsächlich. Aber ich mag die eigentlich sehr. Was meinst du? Also es gibt schlimmere, sag ich mal. Das
So, wird wieder Zeit zu outplayen. Wow! Okay, das hat's. Nein, 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 nein. Okay, doch. Aber das trifft. Nein, was mache ich da? Ich wollte eigentlich die vorbei. Egal. F-Smash! F-Smash vor Robin. Ah, der Flammen-Smash ist auch mega stark bei der. Ein bisschen Angst. Oh, okay, Gott. Keine Reichweite. Okay, das frisst mein Schild zum Glück nicht so sehr, wie ich ursprünglich dachte, tatsächlich. Tryhard-Modus gerade richtig am Laufen. So. Outplayed wieder. Warum switche ich eigentlich nicht zu? Ich hätte fast erwartet, dass dich das trifft, muss ich sagen. Lieblingskombo! Ich hasse es. Warum bin ich so greedy jetzt gewesen? Schon im Disadvantage. Ich bin einfach gewohnt, die Zelda oder Sonic Upbeat zu haben. Die bei Pyra wäre super. Ich fände es halt schön, wenn die von Pyra richtig schön Selbstmord machen könnte. Ja, das ist halt schade. Ich kann es ja nicht. Ich hab's ja, du hast ja auch vorhin gelebt, hast ja gesagt, ne? Ja. Geht nicht. Es gibt zwar Mini-Spike, aber bringt halt nichts. Es gibt schon eine Mii-Schwertkämpfer ab, die genau dasselbe Gefühl ist. Bei der hat mich das auch schon aufgeregt und sie machen es einfach nochmal. Ich fang eigentlich immer mit das Gleiche an. Ich bin zu stolz auf diese kleine Kombo. Normally lebe ich ja gar nicht, aber es macht halt mega Fun. Jo. Komm ran hier. Guck mal, komm rein. Geh rein, geh rein. Mach. Ach so, danke. Okay. Also, du willst jetzt nicht mehr so auf mich verändern? Och, wozu denn? Ja gut. Das war... Okay, warum klappt das für mich? Ich denke halt jetzt... Ich weiß nicht, hätte ich daraus die einen können? Ich glaube nicht. Ich denke auch nicht, sah nicht so aus. Bin mir aber nicht sicher. Oh Junge, ich bin jetzt komplett brain dead. Jetzt. Skill! Oh. Warum tötet das fast? Ich sag's halt ehrlich, du weißt, das ist gerade Pyra, ne? Es hat funktioniert, was du da vorhast. Ja, das sind einfach die... Hast du wieder deine Schlaganfälle? Unterlass das. Ich bin halt Sonic gewöhnt, weißt du? Ich muss dauernd wie drücken. Ja gut, relatable. Du bist auf Kill-Prozenten. Das ist so schade, dass das nicht mitnimmt. Lieblingskombo. Was? Warte mal, wie viel hast du mich gekillt? 70. 70. Du hast sogar nicht mal den stärksten Hit getroffen, glaube ich. Ich glaube, die Hits sind relativ gleich stark. Halt ganz oben. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Das tötet sogar K-Rool auf 80 und der ist fucking fett. Ich glaube, K-Rool wird auch von der Zelda abbeef. Bei 80 gekillt. Ungefähr, aber gegen die spiele ich trotzdem lieber als gegen Pyra abbeef. Ja. Ja, ich dachte, Zelda könnte jetzt vielleicht nerviger sein. Tatsächlich. Boah, die Grab-Range ist halt bei beiden nicht gut. Überhaupt nicht. Und die Frozen halt da auch, nee, auch nichts. Ja, Downthrow kann ein paar schöne Kombos machen, aber das war's auch. Oh yes, nice. Internet. Jetzt können wir einfach der Leg-Switch. Warum trifft das unter die Plattform? Warum, ich wollte fragen. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum machst du meine Lieblingskombo nach? Warum original bei mir. Du? Warum hatte ich keinen Jump? Ja, okay.
Übrigens, du verwirrst mich tatsächlich gerade ein bisschen mehr als du solltest mit deinen Skins. Ja, das nenne ich Skill. Definitiv, ja. Down Smash A. Ich glaube, wenn ich den Kampf noch gewinnen will, muss ich jetzt einiges machen. Oh, ich habe vergessen, Pyra. Ach, kann passieren, dass man einen halben Charakter vergisst. Yes. Ich spiele halt gerade die ganze Zeit nur mit Mithra. Oh Gott. Ich hab schon nicht halt dead. Bist du auch. Okay. Ich bin mir jetzt sicher, irgendwie, warum auch immer, du schaffst es noch. Und es ist ein bisschen peinlich. Sicher? Ich bin mit einem Hit tot. Komm schon. Random Up B. Ah! Random Up B! Du kannst mein Nuschel nicht unterbrechen. Warum hat sich das nicht getroffen, mich am Anfang? Das ist so scary, Hilfe! Ist das wirklich scary? Ja! Ja, okay. Ich meine, ich kann's punishen, aber wenn du mich einmal triffst, bin ich halt tot. Okay, ich sollte vielleicht nicht... Nein, was? Ich sollte vielleicht nicht drauf gehen, was macht er? Das Comeback! Das Comeback kommt! Ach so, ich dachte, ich hätte kein Leben mehr. Nee. Du lagst 3-1 vorne. Ich finde das so ekelhaft, dass das nicht mitnehmen kann. Alter! Warum? Ich treffe dich dreimal mit dem Mist. Und es macht nichts. Jetzt bist du dead. Nein! Nee, noch nicht! Ich weiß, was dich gilt. Komm mal hoch. Das? Doch noch nicht. Oh Gott! Hätte ich das gehillt, ist ja irgendwie funny. Ich hab Angst vor jedem Angriff, Hilfe! Ah! Einfach nur Zeit wie Wechsel. Ah! Und die Abi wird das finishen. Okay, dann nicht. Warum mache ich das? Okay, gut, zurück. Ah, wie verfehle ich den Punish? Ich will dich mit irgendeiner B killen, merkst du vielleicht. Ja, ich merk's. Okay, ich verliere das Ding jetzt wirklich noch, wenn ich so weitermache. Ah! Aber du hast dich auch zusammen umgebracht. Trotzdem, das machst du sowieso jeden Kampf, also. Okay, diesen nicht. Diesmal nicht, ausnahmsweise. Wobei, letztes Mal habe ich auch umgebracht. Ja, never mind. Noch klappen können. So, dann. Weißt du was, ich spiele jetzt einen anderen Skin. Nice. Ich spiele eigentlich nur tatsächlich den Skin, weil ich die Befürchtung habe, dass den Skin, den ich eigentlich vorzuge, am meisten gespielt wird. Wenn es der ist, an den ich gerade denke, ist es der einzige, den ich... Genau der. Den spielt gefühlt jeder. Wie bitte? Den spielt jeder Online-Pyra-Spieler, den ich heute getroffen habe. Das habe ich mir gedacht. Ich habe die zwar noch nie gespielt mit diesem Skin, aber... Ja, ist halt schwarz-edgy. Weißt du, was ich meine? Oh, wieder gute Stage. Deswegen spielt den wahrscheinlich auch jeder. Ich habe wieder Pyra, super. Jetzt gehe ich auch mal wieder auf Mithra, ganz ungewohnt. Mit ihr Common, was ist das? Ja, allgemein Common, was ist das? Was soll das? Ich will, dass mein F-Smash auf 20 tötet. Kann ich verstehen.
Ich würde gerne bei 12.0 die Range von S-Smash bei Sonic fixen. Die soll ein bisschen mehr sein, das ist sonst broken. Was meinst du? Ja, relatable. Haha, Down Smash. Das heißt einfach, okay. Ich habe eine Idee. Warum lebst du? Ich weiß es nicht. Boom. Boah. Oh. Ich hätte mehr machen können. Rat, was ich mache. Ich mache nichts. Warum lebst du? Ich hab das beste DI, okay, was es gibt. Ja, die Recovery ist halt echt trash, leider. Ja. Wenn man nicht so schnell reagiert, ist man sowas von dead. Wow, 2%. Mann, ich fühle mich, als würde ich Sheik spielen. Es ist Sheik mit Schwert, sag ich doch. Nur in meiner Meinung nach sogar besser. Haha. Ja, weiß nicht. Ich dachte schon wieder, du weißt Mifra. Alter, so langsam. Ich dachte, der Scheiß wirkt nicht. Der Scheiß wirkt mega gut. Ja, warst auf 20 tot, relatable. Was? Ich hatte zu. Oh. Du warst auf 29, als du gestorben bist. Ist doch normal. Ja. Ich meine, ich fand die No-You-Karte von dir mit, sowas ist immer toll. Heute. Die war super. Als du seinen Konter eingesetzt hast, an der Blastzone rechts, also in der Nähe. Ah, dein Schild steht. Mein Schild ist fast tot, Hilfe. Und ja, mein Schild ist Mensch. Ah, relatable. Willst du rein? Nee. Nicht gerne. Oh, ich hab das so gelesen. Aber es hat nicht funktioniert. Weißt du, was immer funktioniert? Oh, es hat nicht funktioniert. Ah, das auch nicht! Zweimal hintereinander. Es ist so dumm. Es ist so dumm, dass es funktioniert. Ja. Reads. Oh. Ich vergesse auch immer, dass diese Switch-Time dann nur Mythra hat und nicht Pyra. Das war scary. Kann ich gut nachvollziehen. Weißt, was auch ich scary auch ist? Oh, Junge. Skill! Das hat's getroffen. Weißt, ich hab das letzte Mal dreimal eingesetzt. Kein einziges Mal hat's so funktioniert. Kein einziges Mal, obwohl du jedes Mal in den ersten hier drin warst. Ja, da sieht man mal, wer der bessere Spieler ist. Ja, deutlich. Ich kann halt wirklich nur mit Mifra gut spielen. Ja, bei mir eher Pyra. Aber die killt halt nicht, ne? Das ist halt das Problem. Nun gut, dann wechsle ich wie immer wieder zum guten Skin und nicht zum overrateden Edgy Lord Skin. Was war das gerade? Mein Neutral. Ach so, ich dachte, du bist gerade am Chips essen. Nee, ich halte meinen Controller nur 2 cm neben das Mikro. Ja! Ich habe eine lustige Idee. Schade, hab gehofft, das trifft. Oh Gott, das ist so. Warum hat das 2 gemacht? Ich weiß nicht. Ich bin froh drum. Haha, Reed. Ich habe nichts gelesen, aber es war ein Reed. Und warum dachte ich treffe dich mit einer Up-Air und du stirbst auf 50? Momento. Kannst weitermachen. Well. So, sorry. Okay. Ja, geh gerne rein. Aber nicht heute. Haha, neutral.
kann man mein Neutral punishen. Und jetzt ist wieder, jetzt ist wieder Pirate-Time. Warum kann das die Shield breaken? Das wäre doch super. Bin ich auch der Meinung. Weißt du, was auch super wäre? Wenn du daran stirbst. Ah, schade. Ah, ich hätte einen großen Endlag ausnutzen können. Oh Gott. Es ist einfach so gutes Gameplay. Definitiv, man sieht über die Hälfte nur ab wie. Ja. Oh Gott. Ich frag mich, warum das nicht so früh killen kann. Also das heißt früh, aber ich meine halt, warum das nicht ab 130 schon killt. Weil Pyra braucht garantiert mehr Kill-Moves. Bin ich dafür, deswegen, ja. Cool. Ich will, dass hier in jedem jetzt gebufft wird, bitte. Willst du rein? Ja, willst du reinrennen? Willst du reinrennen? Ja. Ich spiel ja, gerne so gut. Definitiv. Natürlich wollte ich den Dash Attack machen. Wird langsam Zeit wieder zu gewinnen. Also, wolltest du mich erst aufgraben? Ja. Ich glaube, mit Hyra und Mythra funktioniert der Grab nicht so gut. Ja, Downthrow kann eben zumindest irgendwas machen. Oh Gott, das war scary. Hättest du jetzt die Abbiege gemacht, ich wäre dead. Oh Gott, hör auf. Du brauchst die Angst. Damit? Oder damit? Oh, warum lebst du? Warum okay. lebst du? Ach ich wollte so. Es nicht, aber Lieblingskombo. Die muss halt kommen. Gefühlt brauchst du dich auf mehr Prozenten kriegen. Ich glaube, man sollte weniger mit Abby spielen die ganze Zeit. Das war aber eine. Okay, das ist das Skill. Oh mein Gott. Das sah sehr clean aus. Ich habe mir gerade gedacht, was ist eigentlich mit Pyra Abby auf den Randplattformen da? Das. Oh Gott. Das könnte tatsächlich ziemlich gut sein. Ich habe generell das Gefühl, dass Maps wie Town and City für die Town and City ja schon, dass Maps wie Pokémon 10 und 2 nicht so gut sind. Ja. Jetzt nochmal die letzten 2-3 Games für die Aufnahme. Gehe ich natürlich ganz extrem rein. Oh, okay. Ich werde wahrscheinlich danach auch wechseln. Bin ich unsicher. Fuck! Eisklaus. Hey, willst du mal Feuer mit Eis bekämpfen? Ha. Comedy. Aha. So, jetzt outplay ich dich mit krassen Zero-to-Death-Kombos. Ich brauch nur einen Grab. Und du kannst doch die ganzen D-Sings, oder? Ja, ich brauch einen Grab, dann bist du safe tot. Ich töte erstmal deine Frau, okay? Was? Ich weiß, es ist deine Schwester, aber im Grunde, also bei mir und mein Kumpel, weil der meint ja, die, sagen wir, es ist seine Frau und deswegen töten wir die immer aus. Ich dachte, du willst jetzt auch was ganz anderes, was bei deinem Kumpel los ist, raus. Was? Bei dem ist die Schwester auch die Frau, ne? Was? Okay. Los. Okay. Spike! Oh, daneben kein Spike. Dachtest du, dass ich jetzt Abi mache? Ich hab eher gedacht, du machst einen Double Jump, wusste aber nicht mal, ob du noch einen hast, aber neben tue ich's. Ice Climber ist eindeutig mein bester Charakter. Ganz eindeutig. Ich sehe kein Problem mit. Ich spiele nur K-Rule in CBs, weil es mit Ice Climber zu unfair wäre für die Gegner. Kann ich verstehen. Du bist ja fuck.
Sieht man ja. Sieht man ja, du bist der Beste. Ich muss halt definitiv noch bleiben, wenn ich die als Secondary haben will. Ist aber auch klar, eben Day One. Lieblingscombo. Warum zum Fick mache ich das jedes Mal und denke, es klappt? Ich hab keine Ahnung. Aber weißt du was? Jetzt packe ich was Secret auf, was du nicht weißt, was sogar eigentlich die wenigsten wissen. Oh Gott. Ich will nämlich aus Spaß einen Charakter probieren. Es ist nicht das Ice Age Baby, oder? Es ist nicht das Ice Age Baby, aber ist ja cool. Danke Gott! Es ist, welche Mies habe ich überhaupt noch? Ich habe Putin. ich habe viel zu viele. Obama, Pepsi, ich habe Pepsi Man. Ich kann Pepsi Man gerne spielen. Nee, ich will den probieren, einfach nur wegen dem sehr starken Kontrast. Ah, yes! Auch fast ich kann Sonic. Was? Auch fast Sonic. Yep. Oh, es ist halt ein verdammt großer, starker Kontrast Fuego und Sonic. Deswegen würde ich den vielleicht gerne als Pocket lernen. Aber erstmal als Pyrotron und so. Ich habe zumindest ein bisschen mit Felix gespielt und ich bin richtig. Man merkt, ich kann alles sehr gut mit ihm. Yes! Yes! Ich hätte nichts drücken sollen. Gib mir deine Bananenschale. Die hat, glaube ich, sogar einen Buff bekommen, mehrere, oder? Immer rein. Heute hat er einen Nerf bekommen. Oh, welchen? Er hat mehr Endleck aufs Bananenschalen werfen. Oh, das ist sehr, sehr schön. Das Gute ist, Diddy kann ich sogar ein bisschen. Puff. Ja, das war gewollt übrigens. Nice. Weißt du, was auch gewollt ist? Dass ich nichts draus mache. Ah! Und was sagst du besser als Lifelink? Ich weiß nicht, ob ich gegen den schon mal gespielt hab. Im CB hast du zumindest ihn gesehen. Ah, stimmt, du warst gar nicht dabei, oder? Ja, außerdem kann ich nicht zugucken bei den CBs, die du streamst. Ja, ich bin noch zu klein dafür. Wert mal. Weiß ich. Hallo, was? Hol mal Fame, du Keck. Ja, ich weiß nicht, Fame muss ich mal auf Wish kaufen. Och Gott. Fame auf Wish bestellt. Ja, da kommt dann mein Channel raus, ne? Yes. Das kommt schon. Haha, Kombos. Ich sagte Combo. Wir haben beide das Neutral. Cool. Und da ist es gone. Alter, warum mache ich Neutral Gate? Hab ich behindertes Stück Scheiße. Verpiss dich ganz schnell. Sehr schön, okay, gut. Perfekt. Ich würde sagen, ich gehe noch einen Kampf random und dann mal einen Merkel, weil Merkel muss sein. Und dann war's das. Ja, alles klar. Gut, dann machen wir das mal. Merkel muss. Wie bitte? Merkel muss ja. Merkel Punch. Ich habe die schon ewig nicht mehr gespielt, aber Hauptsache Merkel. Und es ist Merkel Kick. Merkel Kick und nicht mehr Merkel Punch. Ah nee, warte, ich habe gerade die Attacken verwechselt. Nee, das war ein anderer Migana mit dem Kick. Gana, ich kann gerade nicht lesen, Hilfe. Ich kann gerade gar nichts. Help. Ich auch nicht. Oh, ich seh... Scheiße! Was zum Verdammt? Oh, Scheiße! Sonic, das macht immer Spaß. Ich merke. Warum muss ich jetzt Sonic bekommen? Ich will was machen. Nice. Haha. Oh. Aber diese Stage ist auch echt scheiße für Sonic. Hast du schlechteres Matchup, sagst du dann? Was? Hast du schlechteres Matchup wegen der Stage? Jetzt auf jeden Fall. Du auch. Nee, ich muss sagen, ich bin aber mit Sonic. Okay. Ich bin definitiv Sonic Pro. Lieblingscombo! Ich dachte, ich triff dich vielleicht, weil du nicht high recoverst. Warum auch immer tust du es? Weil ich einfach dich gelesen hab. Im Buch meinst du? Yes! Okay.
okay. Ich dachte nicht, dass du so suizidiale Gedanken hast, aber ich dachte schon. Ich bin auf 120 Scheiß drauf. Ja, okay, das macht Sinn. Und du warst auf 10, also worth it. Willst du rein? Schade. Niemand benutzt die den Upsmash. Ja, auch ich schon. Benutze den Upsmash. So. Zeit, dich zu outplayen. Ich outplay mich selber, alles cool. Stimmt auch. Hab ich ja schon gemacht. Hilfe, Sonic ist mir zu schnell. Ich komm auf Sonic, das ist allgemein nicht klar. Wait, ja, Sonic ist. Was? Hast du gerade gesagt, du kommst auf Sonic nicht klar? Auf Sonic Dittos. Ach so. Ich wollte gerade sagen, bist du nicht Sonic Main? Ja, das ist stupid. Wenn ich kann nicht Sonic, Sonic nicht ganz klar kommen. Natürlich. Ah. Only skill. Genau das will ich. Onlyfans, meinst du? Ja, ja, das meine ich. Onlyfans. Wie heißt du eigentlich auch Onlyfans? Langschwanz. Okay, gut, gebe ich zu ein. So, jetzt so, nochmal Merkel. Merkel, okay, Moment, da, es soll ein Legendary Battle sein, weißt du? Ja. Übrigens, wie gesagt, ich habe Sonic so lange nicht mehr gespielt, tatsächlich. Ich habe eher nur Zelda und Pyro die ganze Zeit gespielt. You. Warum habe ich da versucht, einen Skin zu wechseln? Das ist nicht, wie Mii Brawler funktioniert. Also, welchen Präsidenten willst du lieber haben? Trump, Obama, Putin? Ah, Hauptsache Kampf der Giganten. Der Giganten, okay, gut. Ja, dann machen wir mal Trump. Oh, yes. Why not? Ich habe keine Ahnung, was der kann. Du weißt ja, ich lade mir gerne Mies runter. Und ich habe keine Ahnung, was sie können. Ja, und keiner hat eine Ahnung, warum du das machst. Ich weiß es nicht. Ja, siehst du nicht dran. Mal, du hast eine Ahnung, warum du es magst. Ich habe Spaß dran. Oh mein Gott, dieses Mies sieht schlimm aus, Hilfe. Oh, super, dann noch Sephiroth. Yes. Merkel Punch. Ich zeig dir, wer... Okay, Merkel ist nicht Präsidentin. Fuck, der Joke, den ich machen wollte, funkt nicht. Egal. Ah. Trump Punch, juhu. Hier, der ist typisch Trump. Der nimmt einfach Merkel Punch und kopiert ihn. Ist das so? Ah, Klaus. Wenn du willst, ich kann dich ja gerne mal grab in on the pussy oder was auch immer. Oh, was, Alter, was? Was? Merkel! Grab den bei der pussy, los, komm schon. Na, stopp! Was denn? Mach ich bei 12-jährigen Mädchen auch gerne. Das wissen wir. Oh Gott, Lieblingskombo! Ich hab außerdem Down-B gedrückt statt Side-B. Ist das normal? Ich find's vor allem super, wie du es dann noch 18 Mal danach machst. Weil hat so gut funktioniert beim ersten. Ist das dein Ernst? Frag mich nicht warum, aber ich hab gedacht, wenn ich die Down-B mache, springt der komisch hoch. Und dann mach ich den Kopfstoß. Was? Frag mich einfach nicht, okay? Ich finde, der Kampf ist ein gutes Ende, weil der fasst perfekt zusammen, was hier abgeht. Es ist nichts passiert. Gar nichts. Du lädst das nicht hoch. Es ist nichts. Doch, Digga, das wird ganz dick online kommen. Oh, fuck. Ah, ganz viel Lieblingskombo. Ja, das also. Ist tatsächlich noch nie. Ich habe noch nie so viel Lieblingskombo gemacht wie sonst. Noch nie so viel wie sonst. Aha. Naja. Ich kann auch nicht mehr reden. Ich merk's. Wir sollten das lieber ganz schnell beenden, bevor hier noch irgendein Schlaganfall bekommt. Wenn es euch gefallen hat, Abo und oder Like da lassen. Hast du noch irgendwas zu sagen zum Ende? So. Pass auf, gleich kommt meine Lieblingskombo. Und SQT.